So, yo, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute wollte ich einfach mal ein Thema ansprechen, was eigentlich richtig scheiße ist, und zwar Black Ops 3 soll ja anscheinend echt nicht auf PS3 oder Xbox 360 kommen. Also, Leute, ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. Das geht mir einfach richtig auf, wenn das nicht auf PS3 kommt, weil ich habe ja keine PS4 und ich wollte mir eigentlich auch keine kaufen, weil PS3 reicht mir noch, weil so viel zocke jetzt auch nicht mehr, und Black Ops 2 ist auch auf PS3 und dann wollte ich Black Ops 3 auch auf der PlayStation 3 weiter zocken. Das ist einfach viel besser dann, keine Ahnung, eine PS4 habe ich jetzt keinen Bock zu kaufen, die kostet wieder 400 €. Und das ist mir einfach viel zu viel. Ich bin so ein kleiner Geizhals, aber ja, was soll man machen? Ich weiß nicht, was das für Scheiße ist, was sich das Ray Arch für eine Kacke ausgedacht hat. Dass sie das nicht für PS3 bringen wollen anscheinend. Weil es wurde noch nicht angekündigt, dass es auf PS3 kommt. Also ich verliere auch langsam meine Hoffnung. Das ist so richtiger Scheißdreck. Ich weiß auch nicht, was es soll. Also wehe, die bringen es nicht auf PS3 groß. Stray Arch, das wäre richtig bitter. Das wäre halt echt, das wäre echt bitter. Keine Ahnung, die könnten da so viel Money machen. Noch zusätzlich, aber nee. Sie bringen es vielleicht nicht raus auf PS3 und Xbox 360. Nur dass sich Leute PS4 wiederholen oder Xbox One. Das nervt doch übelst. Vielleicht gibt es ja unter euch auch welche, die auf PlayStation 3 Black Ops 3 zocken wollten. Oder noch keine PS4 haben. Vielleicht gibt es ja welche noch, außer ich. Das wär's, ja. Jetzt bin ich so der Einzige, der noch keine PS4 hat. Weil ich freue mich eigentlich so auf Black Ops 3 und ich will das auf jeden Fall zocken, aber ich will keine PS4 kaufen. Das ist so eine Scheiße. Ohne Witz. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare, es wird mich einfach mal interessieren. Heute mache ich ein kleineres Video, das wollte ich einfach mal loswerden. Was ihr darüber denkt, dass es nicht auf PS3 kommen soll anscheinend. Und ja. Genau. Dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Und ciao, Leute.